die Wohlverhaltensperiode und die Erleichterung, die sie Schuldnern bietet. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Videoblog der Kraus Kendler Anwaltskanzlei. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin mit meiner Kanzlei spezialisiert auf Entschuldungsfragen. Und in diesem Video geht es um die Wohlverhaltensperiode und vor allem um die Erleichterung, die sie Schuldnern im Insolvenzverfahren bietet. Das Insolvenzverfahren, das ist gegliedert in zwei Phasen. Zunächst einmal das Insolvenzverfahren im engeren Sinne und dem anschließend dann die Wohlverhaltensperiode. Das Insolvenzverfahren im engeren Sinn, das dient dazu, das Vermögen des Schuldners, also überhaupt die finanzielle Lage des Schuldners zu erfassen. Das macht dann der Insolvenzverwalter. Und falls Vermögen da ist, das ist zwar in den seltenen Privatinsolvenzverfahren der Fall, also aber dennoch, falls Vermögen da ist, wird dieses verwertet und dann der Erlös an die Gläubiger verteilt. Das ist sozusagen für den Schuldner die Gegenleistung dafür, dass der Schuldner nach Ende des Insolvenzverfahrens die Rechtsschuldbefreiung bekommt und während des Insolvenzverfahrens der Vollstreckungsschutz gilt. Das heißt, dass die Gläubiger nicht gegen den Schuldner vollstrecken können. Nachdem diese Phase mit dem Schlusstermin beendet ist, beginnt die Wohlverhaltensperiode. Und wie bereits geschildert, die Wohlverhaltensperiode, die hat für den Schuldner nur Vorteile. Der erste Vorteil der Wohlverhaltensperiode ist, dass sich der Kontakt mit dem Insolvenzverwalter drastisch reduziert. Dazu muss ich auch schon von vornherein sagen, der ist sowieso meistens sehr gering und beschränkt sich meistens sowieso nur auf den allerersten Termin. Aber etwas anderes kann dann der Fall sein, wenn zum Beispiel bei Ihnen tatsächlich Vermögen da ist und dieses verwertet werden muss. Dann wird zum Beispiel ein Verwertungsunternehmen, mit dem der Insolvenzverwalter zusammenarbeitet, an Sie herantreten und Sie liefern die Güter, also die Sachen dann ab. Normalerweise passiert das überhaupt gar nicht, aber in der Wohlverhaltensperiode beschränkt sich der Kontakt mit dem Insolvenzverwalter auf einen Fragebogen, auf einen jährlichen Fragebogen, den der Schuldner Jahr für Jahr vom Insolvenzverwalter bekommt und in dem der Schuldner positiv Auskunft geben muss, das heißt, in dem der Schuldner gefragt wird, ob er seinen Obliegenheiten nachgekommen ist. Und das geben Sie nur durch ein Kreuz mit einem Ja an, weil Sie selbstverständlich Ihren Obliegenheiten auch nachkommen sollten. Und das ist die einzige Kontaktpflicht, die normalerweise in der Wohlverhaltensperiode mit dem Insolvenzverwalter besteht. Denn in der Wohlverhaltensperiode wird normalerweise nicht mehr verwertet. Das heißt, der Insolvenzverwalter hat sonst überhaupt keine Anknüpfungspunkte mit Ihnen als Schuldner. Die zweite Erleichterung in der Wohlverhaltensperiode ist, dass Sie nunmehr Neuerwerb tätigen können. Neuerwerb bedeutet für Sie, dass Sie nunmehr Ihr Vermögen mehren können. Das heißt, Ihr Vermögen kann Zugänge bekommen. Sie können zum Beispiel von nun an sparen, also Monat für Monat Geld zurücklegen und müssen das nicht mehr dann theoretisch dem Insolvenzgericht und dem Insolvenzverwalter angeben. Oder Sie können Geschenke bekommen. Sie können sogar im Lotto gewinnen und müssen den Gewinn dann nicht mehr abgeben an die Gläubiger. Deswegen ist die Wohlverhaltensperiode eine sehr gute Phase, eine sehr entspannte Phase im Vergleich zum Insolvenzverfahren im engeren Sinn. Es gibt allerdings eine Ausnahme davon und das ist eine Erbschaft. Eine Erbschaft müssen Sie auch als Schuldner auch in der Wohlverhaltensperiode anzeigen, dem Insolvenzgericht und dem Insolvenzverwalter. Und diese wird dann zur Hälfte an die Gläubiger verteilt. Allerdings haben wir da einen Tipp für unsere Mandanten. Falls Sie einen Familienkreis haben, sollten Sie die Erbschaft ausschlagen. Dann werden Ihre Familienangehörigen ihren Teil bekommen. Dieses nicht verboten. Das heißt, Sie dürfen ausschlagen, ohne das auch irgendwie begründen oder zu rechtfertigen. So werden Ihre Gläubiger nichts von der Erbschaft bekommen und die Erbschaft, die bleibt im Familienkreis. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zum Insolvenzverfahren, zur Wohlverhaltensperiode, zur Rechtsschuldbefreiung auf unserer Webseite unter www.anwalt-kg.de/insolvenzrecht bereitgestellt. Und falls Sie eine persönliche juristische Frage haben, zum Beispiel zu einem Privatinsolvenzverfahren, können Sie uns gerne unter unserer kostenfreien juristischen Erstberatungshotline erreichen und die Nummer, die sehen Sie jetzt am Ende des Videos eingeblendet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.